Das ist der heftigste, beste und krasseste Merch zurzeit in GTA Online. Und nein, ich übertreibe nicht. Auch vor mit dem Video anfangen, würde ich euch ums Bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und für Leute, die schon nicht abonniert haben, abonniert mich, so verpasst ihr wirklich die krassesten Glitches in GTA Online. Aber Leute, ich habe euch wirklich nicht verarscht. Dieser Glitch ist krass. Aber eins nach dem anderen, was braucht ihr denn für diesen Glitch? Naja, für diesen Glitch braucht ihr eine LSK-Mitgliedschaft, da ihr Sprintrennen starten müsst. Außerdem braucht ihr für diesen Glitch auch ein Spenderfahrzeug, sprich ein Fahrzeug, was schon die ganzen Tuning-Teile hat, und ein Fahrzeug, was für die ganzen Tuning-Teile bekommen soll, denn es ist ja ein Merch-Glitch. Und zu guter Letzt, ihr braucht einen Freund, der euch kurz unterstützt. Mehr braucht ihr für diesen Glitch nicht, wirklich nicht. Ihr braucht hier keinen Bunker, keine Basis, kein dies, kein jenes, keine Yacht, kein etwas. Deswegen ist dieser Merch-Glitch mega krass und für alle Anfänger geeignet. Aber gut, wenn ihr das Ganze habt, dann können wir mit dem Glitch auch schon anfangen. Denn ihr trefft euch mit euren Freunden in irgendeiner GTA Online-Sitzung. Es ist völlig egal, in welcher GTA Online-Sitzung. In meinem Fall diesen Glitch in einer Freundessitzung aufgenommen. Denn wenn ihr mit euren Freunden in dieser GTA Online-Sitzung drin seid, dann fahrt ihr jetzt zum LSK-Meet. Und ihr solltet mit dem Spenderfahrzeug in LSK-Meet reinfahren. Und nochmal zur Info, Spenderfahrzeug ist das Fahrzeug, was schon die ganzen geilen Tuning-Teile hat. Also am besten ein fettes, gemoddetes Fahrzeug mit, keine Ahnung, Formel-1-Reifen, mit Bennys Felgen, krasse Lackierung etc. Seid ihr jetzt und euer Freund im LSK-Meet drinne, dann startet jetzt einer von euch das Sprintrennen. Es ist völlig egal, ob ihr das startet oder euer Freund. So sind die Einladungen verschickt worden und unten rechts läuft der Countdown ab. Öffnet jetzt das Handy, geht jetzt auf Kontakte, geht auf Mechaniker und ruft euren Mechaniker an. Denn ihr müsst jetzt oben links das Menü haben vom Mechaniker. Wenn ihr das Menü offen habt, dann lasst es offen und lasst die Zeit jetzt einfach ablaufen. Ist jetzt der Countdown abgelaufen und der Sprintrennen ist gestartet, kommen wir jetzt zum Teil, der eigentlich ziemlich, naja, scheiße ist an diesem Glitch. Der Glitch generell ist geil, ihr braucht nicht so viel, aber dieser Glitch hat Timing. Und wie, Leute? So, ich versuche das jetzt euch zu erklären. Ich hoffe, ihr kriegt es hin. Denn ihr müsst jetzt, sobald das LSK-Meet-Rennen gestartet ist, habt ihr jetzt immer oben noch diesen schwarzen Balken. Wenn ihr kurz die Pfeiltaste hoch runter drückt, werdet ihr sehen, dass sich das Mechaniker-Menü wieder öffnet. So ist das Mechaniker-Menü offen. Sucht ihr jetzt das Fahrzeug raus, was ihr gerne merchen möchtet. Aber bestellt es nicht. Ganz wichtig, ihr bestellt es nicht, denn ihr müsst jetzt mit dem Cursor nur auf dem Fahrzeug drauf sein. Im Normalfall ist es jetzt hier der neue Königsegg aus dem DLC. So, seid jetzt mit dem Cursor drauf, kommen wir jetzt zum Timing-Part. Denn ihr haltet jetzt Dreieck am Controller gedrückt, so dass ihr unten rechts diese Respawn-Balken seht. Und wenn dieser Balken zu ca. 80-90% gefüllt ist, spammt ihr dabei X. So sehen, dass ihr die ganze Zeit das Auto bestellen wollt. Und haltet natürlich dabei Dreieck ganze Zeit gedrückt, selbst wenn der Balken voll ist. Ganz wichtig. Und naja, Leute, ihr werdet wahrscheinlich sehr, sehr viele Fehltries haben, so wie ich auch. Denn das Ziel ist es tatsächlich jetzt einen Blackscreen zu bekommen, der etwas länger dauert, aber wieder weggeht und ihr nach dem Blackscreen mit dem Fahrzeug spawnt, was ihr merchen wolltet. Und naja, Leute, ihr seht es auch gerade bei mir hier im Video, es hat bei mir nicht funktioniert. Ist aber nicht schlimm, ihr könnt es direkt weiterprobieren, denn ihr könnt es so lange weiterprobieren, bis ihr einen richtigen Fehltry habt. Fehltry bedeutet hier in diesem Sinne, ihr spawnt ohne Auto und seid zu Fuß. Oder euer Charakter steigt aus, sowas alles ist ein Fehltry. Egal, ich versuche es jetzt noch einmal. Ich halte jetzt Dreieck gedrückt, warte bis die Ladendecke bei ca. 80-90% voll ist, spamme jetzt noch X dabei, XXX. Und ich habe jetzt einen Blackscreen, da dauert das ein bisschen länger. Okay, sieht schon mal gut aus. Und zack, Leute. Ich bin jetzt mit dem Fahrzeug gespawnt, was ich merchen wollte. Und naja, Leute, das war schon der Glitch. Wirklich, so wenig Schritte hat dieser Merch-Glitch. Aber dieses Timing hinzubekommen, werdet ihr wahrscheinlich ein paar Versuche gebrauchen. Ich habe es mit meinen Kollegen auch wirklich ein bisschen gebraucht, um das Ganze hinzubekommen. Es ist aber möglich und deutlich schneller als der andere Merch-Glitch. Aber Leute, euer Fahrzeug ist natürlich an dieser Stelle noch nicht abgespeichert. Um das Ganze abzuspeichern, müsst ihr jetzt einfach erstmal das Sprintrennen beenden. Das bedeutet, ihr fahrt es zu Ende oder euer Freund verlässt die Sitzung. Hauptsache, das Sprintrennen wird irgendwie beendet oder abgebrochen. Denn sobald das Rennen abgebrochen ist, könnt ihr jetzt einfach in LS Customs rein und irgendwas oben ändern an diesem Fahrzeug und das Auto ist dann gespeichert. Aber gut, Leute, das war's schon mit dem Merch-Glitch-Video. Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es mit dieser Methode geschafft habt. Und ja, ich glaube, ihr werdet ein paar Versuche brauchen beim Timing. Es ist aber machbar. Es ist machbar, Leute. Deswegen, Leute, lasst noch einen fetten Daumen nach oben da fürs Video. Ich bin raus, euer Wombat. Ciao.